Sprichst du Japanisch? Haha, Surprise, Motherfuckers. Oh yeah. Sie leben noch! Ja, ohne Scheiß! Leit sie los! Flugbetriebsmaschinenmacht, dritte Klasse Hernandez. Der Undankbare ist Lieutenant Jacks. Wurden abgeschossen. Deshalb sind wir hier. Danke. Sergeant James Washington, Infanterie, 93. Division. Lenny, verarzte ihn. Habt ihr Flugzeuge? Wir müssen da wieder rauf. Flugzeuge? Wir sind schon froh über Munition. Der ist Ballast. Wird uns nur aufhalten. Ich höre euch. Schon mal geschossen? Bin durch die Grundausbildung wie du. Serge, wir kriegen Besuch. Ich habe jetzt den Steuerknüppel, Lieutenant. Du bist nur Passagier. Hopp, alles klar. Weiter geht's. Haha. Kommt mit mir. Viele, viele kleine Japanesen. Die waren mal lebendig gewesen. Uff, aua. Sie sind in Bewegung. Bleib da. Aufpassen. Pass doch auf, werde. Läuft der mir direkt in. Yeah, baby. Dann komm ich bei Enz. Auffassen. Auffassen, Junge, wo du mit hinschießt. Ey. Was habt ihr denn Schönes an Munition? Munition? Was, Einhorn mit Drehzylinder? Hey, ihr seid also die 93. Euer Don? Bestimmt hast du auch noch nie einen Schwarzen getroffen. Wir sind nicht gerade erste Wahl bei Anerkennung. Ich hab doch zu dem einen Baba gesagt, ist das der von Baba Scum? Also von den Baba Gum? Nee, wie hießen die nochmal? Von Forrest Gump? Siehst du was? Nein. Aber der Scharfschütze erwischte Thompson auf genau so einer Brücke. Hier kommen wir rüber.
Wir locken die Scharfschützen raus. Palfrey, dein Job. Okay. Lebendköder? Willst du freiwillig? Scheiße, nein. Dann halt die Klappe und behalt das Blätterdach im Auge. Das Blätterdach? Los! Rauch! Auf meinen Befehl, zeigt mir euren besten Jesse Owens. Was? Ist es heiß, rennt wie der Wind. Jetzt! Oh. Okay. Wow. Schöne Misselle. Ich geh mal vor. Ah, oh, nee. Was ist hier? Hallo? I'm talking to you. Nothing is here. Oh. Ah ja. Was zum Teufel? Wozu die Seile? Diese verrückten Hunde binden sich an Bäumen fest. Was machen wir überhaupt hier draußen? Die 93. soll der 23. helfen, diesen Felsen einzunehmen. In der Nähe ist eine japanische Straße. Sie wird von einem ausgehöhlten Hügel aus beschützt. Der Rest meiner Jungs sitzt hinter einer verschlossenen Tür fest. Und wir sind der Schlüssel. Was zur Hölle heißt das? Wade, sei still und mach einfach, was er sagt. Wir sichern den Hügel und rücken zur Basis vor. Wie sollen wir auf diesen Hügel kommen, Booker? So. Sehr gut. Gesichert. Alles gesichert. Lenny hätte es schaffen müssen. Unsere Verpflichtungen gegenüber unserem Land enden erst mit unserem Tod. Das klingt nicht nach Lenny. John Adams. Soll sich John Adams doch Lennys Waffe schnappen und uns helfen? Wir tun, was wir können. Uns am Leben zu lassen würde schon reichen. Mein Bruder kämpft. Alright. Wenn Mama beide Söhne an die Nazis und die Japaner verliert. Nun, Hitler ist nichts im Vergleich zu Mama Howard. Mama Howard?
Das sind die Mama Howard. Die Mama Howard. Hier vom Ray, die Mama. Ist das der Hügel? Ne, vom Louis. Das ist der. Heilige Scheiße! Das ist wohl ein Witz. Bist du irre? Oha. Kibble, Palfrey, Hernandez, ihr kommt mit mir. Alles klar. Und du bist unser Drache. Hinter dem Stacheldraht wird der Beschuss heftig. Du musst den Bastarden ordentlich einheizen. Wird gemacht, Sarge. Genau. Jackson, auf ein Wort. Ja, ich bin hier. Ja? Du hilfst Private Howard unter dem Draht durch. Und dann gibst du ihm Deckung auf der anderen Seite. Verstanden? Am Himmel bin ich dein Mann. Aber das? Ich bin nicht der Gesicht im Schlammtyp. Hättest dich nicht abschießen lassen sollen. Selbstmord und Aufopferung sind zwei Paar Schuhe. Solltest du besser lernen. Okay. Runter und leise jetzt. Howard, Jackson. Lauti! Der Rest von euch, mir nach. Ah, my love. Donnie. Hi. Jackson, hilf mir hier drüben. Stacheldrahtzaun. Etwas Hilfe? Ja, ja. Wurde auch Zeit, dass du mit anpackst. Nach dir. Gut geschlafen? Ja, wunderbar. Ich habe sogar von der Warzone geträumt. Ey, pass doch mal auf. Scheiße. Ich brauche Hilfe. Schnell. Ja, Mann. Oh. Okay, ich übernehme jetzt seinen Flammenwerfer. Ich kann das Ding nehmen. Ich lerne schnell. Sehr gut. Sehr gut. Und auch viel heißer. Perfekt für Vergeltung. Ja. Das war schon hocherotisch. Okay, alles klar, dann flambieren wir mal ein paar Japaner jetzt. Auf den Bunker! Hier geht hier Feuerschutz! Wow. Wow. Okay. Wie hast du von uns geträumt? Na, no. Nur von mir. Der Bunker! So schön knusprig hätte ich sie gerne. Sind sie denn? Wow. Die kleinen Japanesen. Ey, versteck dich doch da nicht. Weiter geht's. Okay, ich komme ja schon. Weiter
Oh! Scheiße, hat er mich niedergestochen, die Sau. Die Sau! Aha. So. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Ich würde gerne mit dir gehen. Ach nee, Quatsch, irgendwie. Keine Ahnung, wie war's nochmal? Die Öffnungen! Johnny! Oh! Johnny! Für dich massiere ich auch deinen kleinen Johnny! Oh, Johnny! Hör doch mal auf jetzt hier. Wir machen hier serious shit. Ja, ja. Auf jeden Fall. Feindliche Granate. Und nicht eifersüchtig werden, Marco. Das, was der Don und ich haben, ist halt was ganz Besonderes. Das kann man nicht beschreiben. Das ist halt individuell. Verstehe ich. Super. Mal kurz zurück. So. Bin dran, Sarge! Feindliche Truppen! Feindliche Granate! Was? Wieso denn das? Ich arbeite an unserer Beziehung, gebe mir etwas Zeit, dir zu zeigen, dass der richtige Mann an deiner Seite bin. Küsschen. Oh, Marco. Gib mir noch Zeit, ein kleines bisschen nur, etwas mehr Zeit. Jackson, die letzte Kanone gehört dir. Jawohl. So, hier, bitteschön. Schieß das Leuchtsignal! Soll sie uns doch stoppen! Hast du sie nicht alle? Warum feuerst du das hier ab? Du hast gerade der japanischen Armee unseren Standort serviert! Die Einladung ist nicht für sie! Nein! Genau nach Plan. Lieutenant, komm und sieh dir das an! Jawohl, Booker! Jetzt, Soldat! Da kommen unsere Jungs. Kriegen die das hin? Check den Hangar. Na, dem Funkturm.
Was ist denn Funkturm? Ah ja. Ein Weltsturzbomber. Kann ihn jemand fliegen? Das war von Beginn an dein Plan. Wir können die Basis erobern. Die Japaner bremsen. Aber mit Luftunterstützung. Wäre mir wohl zumute. Bin dabei, Sergeant. Darauf habe ich gehofft. Yeah, baby. Gehen wir da runter. Oh yeah. Weißt du überhaupt, wie man den landet? Wird ich schon rausbekommen. Los geht's! Bei den Panzern formieren! Das macht er schon die ganze Zeit. Nein, mach ich nicht. Die rennen mir nur immer direkt. Den Hügel runter! Okay, los geht's. Alle ausschalten! Scheiße. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, scheiße, der hat mich umgemetzelt. Nein! Mist, den haben wir nicht gesehen. Oh fuck, wenn der mich abstecht, okay. Meine Fräse. Müssen wir aufpassen. Oh. Oh Gott.
Wo ist nochmal das Muni? Ah, hier. Wo schon? Der Hangar ist gleich davor. Komm schon! So. Da ist es. Das gute Stück. Okay. Wir schieben euch aus dem Hangar. Nimm das. Dankeschön. Gebt uns Deckung beim Positionieren. Sucht uns eine Räuber. Wir machen den Rest. Woo! Los geht's. Ab geht's. Drei Tage wach. Du und deine Oma sind Reiter. Okay, auf geht's, Jungs. Das werde ich nicht mehr brauchen. Zeig, was du kannst, Lieutenant. Jetzt geht's los. Okay, mal sehen. Ist die Räuber lang genug? Ah, mehr oder weniger? Doch klar, dass du das sagst. Ja, ist wie Fahrradfahren. Mal los. Wieder da. Ja, wir sind immer noch im Krieg. Veränderten Wade. Sie zeigten dem fliegenden Teufelskerl aus den Wolken, wie der Krieg im Dreck aussieht. Dort lernte er, der einzige Weg zu gewinnen, war sich gegenseitig den Rücken freizuhalten. Wenn man über sein Geschwätz hinweg seine Taten sieht, weiß man, wer Wade Jackson wirklich ist. Au!